Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal wieder ein paar Festungen abklatschen. Und außerdem, was ich viel zu lange aufgeschoben habe, ist das hier, Asquin Jagdgebiet. Das bedeutet, sobald es sich der Nacht neigt oder es kurz davor wird, dass die Sonne untergeht, ne, also da sollten wir hier unsere Uhr, keine Ahnung, wenn wir so nachmittags bis spät irgendwie dazwischen sind, sollten wir hin und wieder mal gucken, dass wir uns vorbereiten und keine Zeit verlieren, die komplette Nacht dafür zu nutzen. Weil ich will endlich ein, zwei Sterne Asquin haben natürlich. So, aber erst einmal gucke ich mal nach, ob wir unten vielleicht nochmal irgendwas nachlegen können. Zum Beispiel Magie, hatten wir da noch was über? Ja, ne? Ja, eine letzte Fuhre mache ich nochmal an. So, und hiervon auch nochmal 20. Schon klar, da wird wahrscheinlich dann gleich was überbleiben. Aber so sei es. Und außerdem wollte ich mal gucken, ob wir eventuell Erz gefunden haben. Ich glaube aber nicht, ne? Sag mal, Zapfi und Flauschi, was ist denn hier los? Kommst du da nicht mehr raus, Flauschi? Wie bist denn du da reingekommen? Hier hoch und dann hier lang? Tja, jetzt hängst du da. Gut, was wollte ich gucken? Ah ja, erstmal sind hier Barren fertig. Hör damit. Die packe ich hier in die Barrenkiste rein. So, halt. So einsortiert. Dann gucke ich mal, ob wir hier noch Erz haben. 8. Das ist ein bisschen wenig. Eisen. Wollte ich mal nachschauen. Könnte ich wieder anschmeißen. Dann mache ich das. Ich nehme hier 20 raus. Nur ein bisschen, ne? Weil wir haben da nur einen Stack drin. Deswegen dachte ich mir, können wir wieder... Oh, Kohle. Naja, gut. Theoretisch können wir da einfach Holz verbrennen, ne? Können wir in die Ashlands gehen? Machen da irgendwo eine Flamme hin? Ich weiß gar nicht, ob wir dafür in den Ashlands sein müssen oder ob die jetzt auch in dieser Welt hier verbrennen. Ich glaube ja. Und dann schmeißen wir die einfach da rein. Dann können wir uns das sparen, diese Kohlemeiler zu bauen, ne? Theoretisch. Geht ja deutlich schneller dann. Aber mal gucken. So, außerdem hier nochmal auffüllen. So. Und zugemacht. Natürlich hier oben auch nochmal. So. Zack. Sehr gut. Und wir haben ein Harz über. Ich weiß nicht genau. Und theoretisch könnte ich den noch hier mit reinstopfen. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das dauert, bis das fertig ist. Na komm. Kann ein Weilchen dauern, ne? Ja, nee. Ah doch, da war er gerade fertig. Eine Sekunde zu ungeduldig. Oh. Halt. Hier muss ich kurz was reparieren. So. Sehr gut. Und dann haben wir hier Metmischungen. Der ist fertig. Der ist fertig. Rein damit, rein damit. So, perfekt. Und außerdem Kochen, glaube ich, steht auch wieder an. Kann ich mal kurz nachschauen. Ich bringe allerdings erstmal die Sachen hier weg. Wir haben Kohle, wir haben den Feuermet. Da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich wieder hergestellt. Sehr gut. Und Ausdauermet. Magiemet, wir könnten wieder Heilmet herstellen. Ach shit, die Kohle. Ja, die bringe ich gleich runter. Ja, was steht denn als nächstes an? Theoretisch noch ein bisschen Ausdauer. Das hängt doch damit zusammen, was ich jetzt unten vorbereitet habe. Moment mal. Was habe ich denn hier reingeworfen? Oh, noch mehr Feuerwiderstand. Ups. Und was ist hier drin? Mittlere Ausdauer. Mhm. Ich würde sagen, wir stellen mal ein bisschen live her. Halt, da weiß ich nicht mehr genau, wie die Rezeptur war. Das war ja die von dem neuen Heilmet. Hä? Ach ja, hier. So. Rein damit. Und dann gucke ich mal kurz. Sehr gesund. Starke Heilung. Der war's, ne? Sehr gesunder Met. Oder war's der? Gesundheit über Zeit. Ne, der hier. Warte mal. Ach so, doch, der ist es. Also, Blutklumpen, Gelee und Honig. Das sollten wir doch hinkriegen. Blutklumpen, also das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Ja, wie auch immer. Hier ein Fuffi, davon zwei Fuffis. Und Monsterfleisch. Hiervon, keine Ahnung, nehme ich auch mal zwei Fuffis raus. So, machen wir das erstmal. Dann können wir nämlich für die anderen Sachen, die wir danach kochen, beziehungsweise anderen Metmischungen, was auch immer wir gleich herstellen,
haben wir dann mehr Platz im Inventar. So. Und hier hin. Und starke Heilung. Let's go. Ich mache einfach volle Karacho. Zwei. Oder mache ich volle Karacho? Ja, ne? Vier. Fünf. Ja, ich mach. Komm. Kann ja nicht schaden. Und acht. So. Die packe ich schon mal rein. Und eine noch. Dann ist es auch wieder ausgeglichen. Dann haben wir jetzt zwar erstmal nur starke Heilung hergestellt. Theoretisch bräuchten wir auch wieder Magietränke, aber das können wir ja immer noch machen. So. Ja, jetzt wird auf jeden Fall erstmal wieder ordentlich live hergestellt, weil das brauchen wir so oder so. Ne? Das brauchen ja auch die Jungs und so. Und ich will hier gerne immer zwei Reihen haben. Ja, jetzt haben wir natürlich von dem Feuermehl zu viel. Habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Wir könnten so machen und so. Weil Feuermehl ist ja von den... wie heißt es denn? Elementarheilungs... Elementarschutztränken. Met. Ist das ja auf jeden Fall der beste, ne? So, Honig wieder rein. Und das hier wieder rein. So, so. Hätten wir das. Essen. Das steht nämlich auch an. Diesmal würde ich allerdings nicht das hier machen, sondern das neue. Wir haben mariniertes Grüngemüse. Ich baller mir mal das hier. Das hier. Ja, und die hier müssen wir vor allem kochen, ne? Krustenpastete. Das brauchte Mehl. Ei. Scheiße, ich hab's vergessen. Und was noch? Die Krustenpastete. Was braucht ihr die nochmal? Die war doch hier irgendwo. Mariniertes Grüngemüse haben wir da. Da ist die Krustenpastete. Ach ja, die Trauben. Genau. Trauben, Ei und Mehl. Und außerdem verbranntes Gemisch. Okay. Brodelnde Beerenbrühe, die war's, ne? Nee, die war's nicht. Pilzshake war's. Ja. Trauben, Harz und blauer Pilz und dieser Dingenspilz. Ich glaube, das nehme ich mir mal raus. Also, Pilz. Den und den. Oh oh, blaue Pilze müssen wir anbauen. Und dann die Trauben. Die müssen wir ebenfalls holen. Und Harz. So. Auch das müssen wir holen. Scheiße. Verzeihung. Ja gut. Ich mach mal den hier. Wie viel machen wir davon denn? Weil ich überlege gerade, ne, mit den Kosten. Ich stelle einfach erstmal her. Was verbraucht sich am meisten? Das Harz. Ja, so sei es. Ich mache volle Karacho. So viel wie rausgeht. So. Scheiße. Die Krustenpasteten muss ich zuerst machen. Ja, natürlich muss ich die zuerst machen. Sonst dauert das ja ewig, bis das durch ist. Ne? Also, das hier. Und noch ein. Und noch ein. Oh, auch Mehl brauchen wir. Okay, Moment. Das nimmt mir allmählich überhand. Also, wir brauchen Mehl. So. Da brauchst du nicht verzweifeln. Alles gut, das kriegen wir schon hin. Außerdem Trauben. So. Kopieren. Halt, kopieren. So. Einfügen. Oh. Mehl, Trauben. Was war das noch? Blaue. Pilze. Oh nein! Halt. Er hat das nicht richtig kopiert. Nochmal. Blaue Pilze. Und die... Wie heißen sie denn nochmal? Wölkchen, ich mach mal okay. Rauchwölkchen. Auch die brauchen wir. Rauchwölkchen. So. Ja, da wird er ehrfürchtig. Keine Ahnung, was er will. So, wir haben das. Wir haben die Aegis. Hör damit. Oh. Oh oh.
Oh, das muss gefarmt werden. Da können wir theoretisch mal wieder die Küste abgehen. Ah, wir müssen so viel nachfarmen. Oh Gott. Gaia Aegis. So. Gut. Ja, ist ja eine ganze Menge. Ach ja, stimmt. Warte mal. Kopieren. Das hier können wir löschen. Und das machen wir so. Und dann machen wir hier ein Leerzeichen rein. So. Das sieht doch schon besser aus. Blaue Pilze, Rauchwölkchen, Mehl, Trauben. Hm? Gut. Ja, dann hat sich das ja erledigt. Dann können wir gar nicht diese Krustenpastete bauen. Da muss ich ja damit haushalten, wa? Oh oh. Gut, ich stelle dann einfach schon mal Pilzshakes her. Sind ja sowieso nur noch zwei. Na, das hat sich doch gelohnt. Gut, ja, wir müssen das Standardprozedere abgehen. Wir müssen uns Harz holen und Trauben holen. Und wenn wir dann bei den Trauben sind, baue ich auch gleich ein paar Mühlen und wir machen wieder ein bisschen Mehl, ne? Da. Sieht aber gar nicht gut aus. So, Beeren weg. Pilze. So und so. Und Magie hier unten rein. Zack. Hervorragend. Und dann können wir beim Essen die hier hinpacken. Ich mach mal so, so und die hier unter. Ne, dass wir wissen, dass wir die zuerst verbrauchen müssen. Und Krustenpastete, ja, das wird hart. Naja, gut. Als nächstes würde ich dann tatsächlich einfach eins von denen hier machen. Aber natürlich auch gucken, wie spät es ist. Mehl, Trauben. Was braucht denn eigentlich nochmal eine Mühle? Wo haben wir sie denn? Da. Stein, Holz, Eisennägel. Wie viele Eisennägel haben wir? 5. Oh. Hä? Ach, die sind wahrscheinlich alle verloren gegangen beim Dingens, ne? Bei den Schiffen immer. Kein Plan. Wie spät haben wir es eigentlich? Wir haben es noch vor Nachmittag. Dann klapper ich schon mal das Standardprozedere ab. Ich hole Harz und Trauben. Dann machen wir das zuerst. So. So. Und so. Sehr gut. Und nochmal zu den Feldern. So. Dann mal her mit dem Zeug. Spawnet. Und vor allem wuchert. Da ist was gewuchert. Nach da oben, ne? So, und hier haben wir auch schon Trauben. Da müssen wir jetzt ein paar Mal das alles abgehen. Das wissen wir ja bereits. Aber so sei es. Hauptsache Loot. Da sind wieder welche. Auch wenn die da jetzt erstmal oben liegen und da hinten liegen, die sammle ich gleich auf. Mal gucken. Mal gucken. War es das schon oder kommt da jetzt noch was? Weil ich glaube, die spawnen doch dann immer wieder mal nach. Da, das meine ich. Sehr verwirrend. Gut, hör damit. Hier sind noch welche auf der anderen Seite. So, da freue ich mich auch drauf, ne? Wenn das richtig zugebuchert ist, dann können wir diese wegnehmen und dann können wir hier durchgehen. Das haben wir hier schon probiert, ne? Aber ich wollte es erstmal lassen, damit das hier auch noch zugebuchert, aber ich glaube, das passiert nicht. Ich habe keine Ahnung. So, war's das? Ja, ne? Ich gucke nochmal bei der hier. Aber das war's. Gut. Ja, dann hindurch. Hervorragend. Dann schmeiße ich den Loot mal runter. So. Ja, auch das Holz. Warum auch nicht? Gut. Und ich sehe gerade, die Sonne neigt sich allmählich gen Untergang. Die ist schon da oben. Das heißt, wir bereiten uns mal vor. Und dafür. Ich würde eigentlich... Soll ich die Lampe behalten, weil wir durch die Nacht gehen? Ich habe letztes Mal gemerkt, dass das wirklich nervig war. Auch natürlich sollten wir eigentlich die Kapuze mitnehmen, aber ich glaube, das passt schon. Außerdem würde ich mir hier so einen Batzen rausnehmen. Falls wir ihn finden, haben wir dann nämlich Futter dabei. Ich könnte vielleicht nochmal alles reparieren. Also nicht, dass es dringend notwendig wäre. Ich mache es einfach trotzdem. So, hier die Äxte. Hier die Spitzhacke und hier der Hammer. So, dann ballern wir uns sämtlichen Food. Sind hervorragend vorbereitet. Ja, vielleicht hätte ich jetzt das erste Mal das bessere Food nehmen können, aber passt schon. Energieschild. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis es dunkel wird.
Ja, theoretisch, sobald genau die Sonne untergegangen ist, also sobald die Nachtmusik kommt, gehe ich sofort durch. Ich bin deswegen, ne, deswegen habe ich mich schon extra vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das noch dauert. Theoretisch könnte ich das vorspulen, bis die Nachtmusik startet. Ich glaube, das mache ich auch. Da ist ein Troll! Okay, da habe ich was zu tun, bis die Sonne untergeht. Ich glaube, es hackt. Gehst du wohl weg von meinem Grundstück? Nein! Hat auch getroffen, sehr gut. So. Und so. Und noch ein Hit. Und noch ein Hit. Und tschüss. Kann die Leiche runterfallen? Dann liegt der Loot da. Nee, ne? Okay. Schade. Ja, sehr gut. Die Sonne ist immer noch nicht untergegangen. Ja, ich stelle mich jetzt hier einfach hin. Spule vor, bis die Nachtmusik beginnt, ne? Also würde ich sagen, bis gleich. So. Da geht's los. Die Nachtmusik hat begonnen. Wir nehmen das Ding. Ich habe mich außerdem eben gerade nochmal oben hingestellt, damit wir gut ausgeruht sind. Wie auch immer, hindurch. So. Und zwar sind wir jetzt durchnässt. Das ist natürlich ärgerlich, aber was soll's. So, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang und gehen hier sofort runter. Wir gehen unsere übliche Runde hier zuerst lang. Die Pilze können wir währenddessen auch aufsammeln. Da werden wir direkt erstmal begrüßt. So. Hör damit, hör damit. Und hör damit. So. Dann gehe ich mal nach hier hinten. Die anderen ignoriere ich mal erstmal. Valkyrie, sie hat mich gesehen, oder? Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Das kostet jetzt wertvolle Zeit. Wow, 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 wow. Hey, ganz ruhig. So, Energieschild. Scheiße. Ja, die Valkyrie macht mir jetzt hier einen leichten Strich durch die Rechnung. So. Leider müssen wir uns jetzt um sie kümmern. Kommen wir nicht drum rum. So. Ich baller mir mal den Trank. Hui! Oh oh. Energieschild. Da war meine Grube. So. Ich weiß nicht, ob er mich getroffen hat. Ich hoffe nicht. So, mit Frost. Aber ich glaube, Feuer war effektiver bei dem, ne? Aua! Mann! So. Und weg. Und zwei. Ich glaube, ich bleibe beim Feuerball. Ja, ja, doch. Ich glaube, der macht mehr Damage. Komm schon, stirb endlich. Ich will auf Asquin-Jagd gehen. Das haben wir so gut vorbereitet, weißt du? So. Noch ein. Oh, daneben. Was könnte es gewesen sein? Ob sie jetzt verbrennt, weiß ich nicht. Nee. Jetzt ist sie down. So, und ich mache ja auch noch platt. Energieschild. Hier haben wir viel zu viel von dem Stuff. Weg damit. Da will ich lieber die Himmelsfedern. Und hier haben wir noch ein paar Pilze. Aber nee, die mache ich am Tag. Erstmal Asquins. Komm schon. Hier hinten waren auch welche. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber man sieht sie auch schlecht, weil man diese Silhouetten von denen und, die Steine kaum unterscheiden kann, ne? Aber ich gehe mal nach hier. Da sehe ich auch nichts. Gut. Dann gehe ich hier lang wieder zurück. Wir gehen zu der Stelle, wo wir schon mal einen gefunden hatten. Das ist da auf der anderen Seite des Lavasees. In der Hoffnung, da fündig zu werden. Achso, das war Stein. Ja gut. Hier. Weg damit. Aber hier sind schon wieder keine, ne? Ich kann außerdem mal so machen. Da ist nur einer von denen. Der hat sogar einen Stern.
Keine Askwins, nirgends. So, mach die mal platt. Energieschild. Ach ne, habe ich ja noch. Sieht man schlecht. So, du nervst mich. Auf Wiedersehen. Ja, aber ich sehe hier keinen Askwin, nicht einen. Ich bin mir ziemlich sicher, hier war doch eigentlich ein Spot, wo sehr viele Askwins spawnen. Ach ja, die wurden ja reduziert, ne? Scheiße, stimmt. Jedes Mal, wenn ich auf Askwin-Jagd gehe, sollte ich wieder vom Public-Test-Server weggehen, ne? Wo sie es genervt haben. Fällt mir gerade so ein. Kein Plan. Gut, ich mache hier mal eine große Runde. Ich sehe hier nicht ein. Nicht ein Askwin. Komm schon. Das war doch unser Askwin-Top-Spot. Große Runde. Hier. So viele Steine. Und nicht eine. Einer davon ist. Da ist ein Askwin. Oh, ohne Stern. Na gut. Immerhin haben wir einen gefunden. Huch, oh. Ups. 4. So. Dann machen wir mal hier den, ne? So. Ach shit, schon wieder getroffen. So. Klopp den mal weg. Und nochmal. Sehr gut, dein Loot hätte ich gern. Und zwar sämtlichen. Hervorragend. Da gehe ich nochmal hier so lang. Aber auch nix. Nix! Da, oder? Nee, auch nur ein Stein. Da ist einer. Auch ohne Stern. Dann gehe ich mal zurück zu diesem Stein hier. Ja, obwohl, der ist so weit weg. Ich gehe einfach zu diesem Stein hier. Aua! Autsch! Oh oh. Huch! Oh. Gut. Ja, das war die Nacht wohl nix. Verdammt! Ja gut. Wenn das jetzt sowieso nichts geworden ist, dann können wir auch pennen gehen. Schade. Aber gut, dann gehe ich gleich nochmal rein, mach die Askwins tot, die dort sind. Und weiß ich nicht. Also, ich glaube, durch das Update hat sich das jetzt geändert mit der Spawnrate, ne? Das heißt, das ist gar nicht mehr so ein guter Askwin-Jagd-Spot, wie er vorher war. Aber gut, ich würde sagen, ich gehe erstmal pennen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gehen wir direkt runter. Ja, ich glaube, dort, wo wir jetzt sind, müssen wir keine... Kann das Wetter sich mal bessern, bitte? Hoffentlich. Brauchen wir die Ausrüstung nicht. Ich glaube, da können wir auch nackt hingehen. Obwohl, da waren viele Feinde, aber andererseits ist jetzt auch wieder Tag. Es kann sein, dass sie daher despawn sind. Hier, ich nehme mal das Billow Food und das und das. Oh oh. Ja, wir müssen eigentlich echt uns mal um guten Stuff kümmern. Hier, ich mach mal den, warum auch nicht, weil wir davon so viele haben. Gut, und dann gehen wir zurück. Bei Aspen Jakobit war das hier. So, und jetzt vorsichtig hier runter. So. Schön außen lang. Man sieht nichts, obwohl eigentlich Tag ist. Aber gut, ich glaube, das dauert noch ein Weilchen. Oh oh. Ich hoffe, wir treffen hier nicht auf Feinde. Nee. Sieht gut aus. So. Dann Energieschild. Zack. Und theoretisch kann ich das Licht wieder anmachen. Ich lasse es aber mal. Oh, hier liegt Holz. Also klar, das normale Holz schmeiße ich weg, aber das Ascheholz nehme ich natürlich mit. Außerdem Harz, das nehme ich auch mit. Die Knochen, die Federn lasse ich hier. Die Knochen lasse ich hier. Da ist der andere Stuff wertvoller. Sehr gut. Ja, und ansonsten war hier nicht irgendwo noch ein Askwin? Den wollte ich eigentlich noch umbringen. Damit, wenn wir hier in der Nacht wiederkommen,
er als potenzieller Zweisterner respawnt. Aber hier ist nichts. Hm. Ist ja doof. Sollte ich dann jede Nacht zum Normal Server, also zum Standard Server, also Main, zurück? Keine Ahnung. Weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da ist ein Morgen. Hm. Hier sind Eggs bestimmt. So. Und ich bringe dich um. Da sind Geier. Um die kümmere ich mich gleich. Ah, sehr gut. Ist aber nett, dass er zu mir kommt. Na los. Oh, ups. Oh, morgen. Guten Morgen. So, warte mal, 6. Und nicht sie weg hier. So, klopp mal drauf da. So, noch eine daneben, Gott sei Dank. Ah, die haben den Baum gefällt. Sehr gut. Oh oh, nein! Huiuiui! Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Daneben, Gott sei Dank. So, aber geht ja, ne? Ich mach mal hier ganz viele hin. Ja, der ist gerade stunned. Außerhalb der Reichweite, aber der wird ja gleich wieder hierher kommen. So, jetzt aber. Und nochmal. Klopp drauf! So! Und jetzt gebt ihm den Rest. Na also. Sehr gut. Ja, sein Stuff kann ich nicht mitnehmen, ne? Oh oh. Was ist denn hier schon wieder los? Oh. Zu viele Feinde ist hier los. Tschüss. Und du kommst auch her. Tschüss. So. Den Loot von ihm hätte ich ganz gern, ne? Eigentlich. Hier. Morgenherz. Verkohlter Knochen. Hier ist nur das Herz. Die Sehne nicht. Doch. Hm. Alles zu wertvoll, ne? Was ich hab. Die ist wertloser, am wertlosesten, so wie Schwefel. Dann nehme ich lieber die Sachen mit. Gut. Aber hier waren ja auch noch Eggs. Und die will ich auf jeden Fall mitnehmen, weil da haben wir gerade einen extremen Mangel. Guter Knochen, Federn, Vulkangeier, Fleisch. Was lasse ich denn mal hier? Das Fleisch. Und das auch und die Federn auch. Nein! Ich will doch nur die Eggs. Hä? War hier nicht das Nest? Hier war das Nest. So. Sehr gut. Federn weg. Vulkan-Geier-Eier. Damit. Ja, die Knochenfragmente. Federn. Ja, hier ist eigentlich auch noch so ein Ding. Kein Plan. Ja gut, komm. Da gehen wir erstmal zurück. Wir sind ja sowieso komplett überladen. Also kann ich leider auch die Pilze und so nicht mitnehmen. Und die Trauben, die hier sind und so. So sei es. Und den Askel finde ich auch nicht. Ich glaube, es ist doch nicht mehr so ein geeignetes Askel. Da ist er. So ein geeignetes Askel-Jagdgebiet kann das sein. Oh, mit Stern. Den habe ich vorhin nicht gesehen. Komm mal her hier. So. Ja, nee, warte mal. Hier schön in den Rücken. So. Und zack. So. Nee, nee, nicht wegrennen. Hey, hier bin ich. Bleibst du wohl stehen? Sag mal. Hier geblieben.
Ich glaube, es hackt. Wo will er? Hä? Warum rennt er denn weg? Hallo? Hat er Angst vor mir oder was? Nein! Langsam! Nicht in die Lava laufen! Ich habe keine Ahnung, warum der vor mir wegläuft. Ich weiß, sein Loot ist verloren, wenn ich das so mache, aber Hauptsache er stirbt. So sei es, dann ist sein Loot jetzt da unten zwar, aber... Ne? Ich will, dass er stirbt, damit er respawnt als 2-Sterne-Typi. Aber gut. Oh, hier liegt aber eine ganze Menge Kohle, die kann ich auch nicht liegen lassen. Ja, die eine Blase, komm. Das ist hier viel wertvoller, so. Oh, hier ist noch mehr. Sehr gut. Sag mal, packst du es? So, das halte ich davon. Hier haben wir noch Straußenfahrt, aber der Stack, den ich habe, ist voll. Ja gut, komm. Da würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Bringt ja alles nichts. Hörst du wohl auf, da unten die Treppe kaputt zu machen? Sonst muss ich mich um dich kümmern. Aber er hat aufgehört. Nee, hatte... Ich dachte schon, meine Drohung hat funktioniert, aber nein. Ja gut. Ich glaube nicht, dass seine Schläge reichen werden, um das hier zu zerstören. Ich gehe einfach hindurch.